Schön, dass ihr alle hier seid. Mein Name ist Tante Grimm. Manchmal habe ich mich irgendwie vorgestellt an eigentlich allen hier. So ein bisschen weiß ich auch schon, wie ihr heißt. Ihr erinnert mich gleich nochmal daran, weil ich es vergessen habe. Und ich habe die Märchen verzaumert. Und zwar die ganz nur offen. Wie du möchtest. Und zwar die Grimms Märchen. Wer kennt alles die Grimms Märchen? Ja. No. Zum Beispiel Hänsel und Gretel oder Wolf mit den sieben Geißlein. Ne? Das haben die Brüder Grimm geschrieben, vor über 200 Jahren, das ist lange her. Und wie gesagt, ich kann zaubern, also habe ich die Märchen verzaubert, damit sie anders sind als vorher. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte, dass es gute Märchen werden und dass nie wieder ein Kind Angst haben braucht, sondern dass alle Kinder stark, schlau und mutig sind. Keine verbrannten Hexen mehr, keine aufgeschlitzten Wölfe und keine Hänsel und Gretel mehr, die gefressen werden. Oder auch keine Rotkäppchen, die gefressen werden. Warum? Warum finde ich das nicht gut? Ich finde nicht gut, wenn Menschen Angst haben. Ich finde auch nicht gut, wenn wir Menschen verbrennen. Auch nicht, wenn das Hexen sind oder wenn wir Tiere quälen. Findet ihr das gut? Nein. Wusstet ihr, dass früher wirklich Hexen verbrannt worden sind? Und dass Wölfe aufgeschlitzt worden sind? Nein. Wusste ich. Ja. Ja. Wisst ihr, wie lange das schon her ist? Nein. Also ich weiß nicht, woher ich das habe. Ja. Von meiner Mutter, nämlich die ist eine Hexe. Ehrlich? Klasse. Okay, dann haben wir eigentlich schon zwei Hexenmamas hier. Von Mädels und von dir. Dann möchte ich deine Mama mal kennenlernen. Woher weißt du, dass sie eine Hexe ist? Weil sie uns davon mal erzählt hat. Okay. Kann sie zaubern? Hat das bei uns noch nie gemacht. Aber sie hat uns schon mal verzaubert, wenn sie, wenn wir lügen, dass unsere Nase wackelt. Alles klar. Also kann sie schon ein bisschen. Ja, warum haben die Menschen denn Hexen verbrannt? Wisst ihr das? Ja? Weil die Menschen dachten, dass